Das Kiefer mag zwar Masse verdrängen können, aber Zauber von Somalia Stab vermag ich scheinbar nicht. Sieht die Gag killen? Das war wohl ein Nein. Ah, okay. Ist ja schon gut, ich bin ja schon weg. Sollen wir hier Yabu Yabu nachher noch trockenlegen? Boah, ist nicht dein Ernst. Ich glaube, wir werden nachher so die Flossen wehtun. Ah, habt ihr den Witz mitgekriegt? Die Flossen. Dann tut mir leid. Da ist aber schon klar, dass es was zu bedeuten hat. Aber bringt ja nichts, wenn man nicht drankommt. Beim Sprung kann man den nicht einsetzen, das wäre auch zu einfach. Also im Gehirn von Yabu Yabu rum. So fleischig. Die Quade. Nice. Der Dungeon eine Fischform hat. Ist doch nicht wahr. Verdammt, das Mistvieh. Okay, wir können nicht schieben, solange hier irgendwie Wasser drin ist. Das ist es wohl nicht.
Warum schießt ihr? Hier sind keine Gegner, ihr Mistdinger. Fast was anderes gesagt. Oh ja. Ey, Stachelpropellors. Okay. Dürfen wir jetzt hier auch den Wasserlevel ändern? Geil. Das wäre ätzend. Boink. Kann sagen, waren wir hier nicht eben schon mal. Hallo Clarabella, grüß dich. Was macht die Kunst? Ja, fragwürdig, was ich hier machen muss. Warte mal. Ich hätte theoretisch jetzt auch endlich blind in den Titel schreiben, weil... Jetzt wäre es auch endlich das erste Mal blind. Ab der letzten Folge. Ja, wollt ihr hier angerichtet werden wie die anderen Steine? Damit. Jawohl. Können wir jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Ach, wie schön. Weg von meinem Spiegelschild, du Raubschleim. Ach, ich vergesse halt, dass man mit dem Ding nicht angreifen kann, verdammte Axt. Kludo, wie hast du denn vor, morgen zu streamen? Von wann bis wann? Ich möchte hier an eine bestimmte Stelle kommen. Da müsste eigentlich ganz gut zu farmen sein. Wie ich beim letzten Mal schon gezeigt hatte bei diesem Insel-Idol-Dingens da. Da ist auch eine Gasha-Kernquelle dabei.
Ach nee, das war der Gang. Damit. Da müsste sich ja eigentlich ganz gut Kohle farmen lassen, weil da müsste ja die Gescherkerne kommen und da müsste bestimmt irgendwo auch noch ein Hexenfeld in der Nähe. Britzeln die Kleinen auch? Wie lange hast du vor? Darum geht's halt. Okay. Also sonst hätte ich morgen nämlich halt auch einen Zeller-Stream angesetzt, soweit. Bis dahin, wenn du streamst, kann ich deinen Stream gucken und die Kohle farmen. Und hätte dann danach mit Zelda angesetzt, deswegen der Gedanke. Hä, wie bin ich denn hier? Auftauchen. Die Mechanik muss ich mir erst noch gewöhnen. Cludo streamt morgen irgendwas in dem Zeitraum, fängt an zu streamen. Ja. Warum juckt mir die Nase so? So, wo war jetzt das Schloss? Sein Bösfeuer, Bösfeuer. Euch hätte ich ja fest vergessen, ihr Mistviecher. Komm her, du Moldorm. Mit Lord Yabu Yabu unbedingt mal zum Tierarzt hier. Der hat Würmer, braucht Wurmkur. Kriegen wir hier einen Moldorm-Boss unter Wasser? Gott, wäre das ätzend. Wasser hinausströmen. Okay. Das ist ja nicht überall Feiertag. So, haben wir jetzt neue Bereiche überschwemmt oder haben wir trockengelegt, ist jetzt die große Frage. Gelegt, so wie es aussieht. Okay, dann ist das auf jeden Fall der große Krux von dem Gebiet hier. Oh, ernsthaft? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Dammit. Kleiner Schlüssel, das hilft auf jeden Fall auch schon mal weiter. Fällt jemand der Stahlkriecher? Ich muss mal unbedingt mal aufschreiben, dass ich jetzt endlich hier im Discord das mache zum Merch bestellen, dass wir da eine Sammelbestellung hinbekommen.
Für den Stahlkriecher. Glaube nicht, oder? Na komm. Kann ich doch bestimmt nicht hochkrapschen, ne? Nee. Was? Mal ein bisschen hier in die Nähe sortiert. Wahrscheinlich auch nur, um sich von da drüben wieder rüber zu hangeln. Überlegen mit Wasserzeichen oder sowas zu machen, wenn ich die ins Discord hochlade. Weil klar möchte ich gerne oder würde ich mich freuen, wenn Leute Merch von mir tragen, aber ich möchte halt trotzdem nicht, dass der Stallkriecher dann von irgendwem runtergezogen wird und halt benutzt wird, ohne dass es mit mir abgeklärt ist. Weil da habe ich die Rechte dran. Es ist ja auch nicht der Original-Stahlkriecher aus Sigurd of Mana, der ist ja stilisiert. Auch der Verpixelte ist halt nicht 100% original. Meiner ist ein bisschen fetter. Ich gedacht, passt zu mir. Mächtige Bumerang. Was kann der Stun? Okay, müssen wir anscheinend auch wieder diese Insel aufschwimmen lassen oder sowas. Nö. Oh, ich diese Viecher hasse. Oh doch, wir haben noch einen Schlüssel. Abiabu, hey! Er kriegt hier die Organe durchgespült hier. Die Erlöse muss halt mal sein. Die Erlöse machst du aber normal nicht mit Wasser. Nope, da hat sich nichts getan. Da ist wahrscheinlich der Boss-Key, würde ich mal tippen. Der Boss-Key. Nein, wir dürfen nicht abkürzen. Oder? Doch. Vor allem, wenn du in einem Fisch rumläufst, hast du doch garantiert auch nach erstmal ein paar Wochen keinen Bock auf Fisch. Fisch könnte ich auch mal wieder machen. Na, mal schauen, Freitag vielleicht.